ist es nicht so 17 Uhr, sind da nicht die Gegner chilliger als 22.30 Uhr? Sind jetzt nicht nur die Sweater da? Wir gehen rein. Ich mache jetzt noch 3 Games und davon muss ich 2 gewinnen. Wir gehen rein. Es ist nach 22.30 Uhr. Es ist super versweated. Ich wollte eigentlich erst in 3 Tagen in die Quali reingehen. Aber alle wollen es sehen. Oh, jetzt bin ich direkt ultra aufgeregt wieder. Hinten sicher stehen ist das Wichtigste. Vierer auswählen. Von 16er. Immer ein bisschen mit R2 stören. Und Druck machen im richtigen Moment. Wow. Wow, wow, wow. Ach, Digga! Abseits, gut. Torwart ist da. Kein Abseits doch. Hä? Oh, so gut von Hullet. Mann, wieso läuft denn der dann gegen ihn? Oh Mann, und Abstoß. Das macht mich so unglücklich einfach, wenn das Ergebnis ist. Sieht dann unglaublich gut. Schicken geht gar nicht. Okay, wir machen einen ruhigen Aufbau. Das geht nicht lange gut, so ein Scheiß. So gut wieder zugestellt. Habt ihr es gesehen? Auch noch so gut. Haben wir. Oh, Vera, hol ihn dir. Scheiße, wieso hat er den nicht? Oh, nee. Oh, fuck, ich bin völlig am Ende. Oh, guck mal. Ich komme nicht mal in die Position, Digga. Er blockt sogar die Posi. Wie krank steht er hinten? Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, Digga, was ist, wie krank ist der denn? Der hat meine 4 Icons weggefickt mit einem 80er-Spieler. Was hat denn der alles drauf? Schussvortäuschung into Ballrolle into Übersteiger. Und dann macht er noch Dribbling mit links? Was ist das?
Das war Wahnsinn, Vera. Da ging der Pass gar nicht hin. Er sollte zurück in die Mitte kommen. Was ist das für ein Pass? Ich bin dreiviertel Stunde vor seinem Strafraum rum. Es ist keine Lücke, es ist keine Schussposition. Halbzeit. Och, Digga, zwei solche Chancen. In jedem normalen Game gehen die rein ohne Probleme. Und hier, wo es so wichtig ist. The fuck? Ach, den hält er jetzt, ne? Den hält er. Halt's Maul. Oh mein Gott, eine Einzelaktion von Maradona. Ey, der hat heute alle Tore geschossen. Die letzten 10 Tore immer Maradona. Der spielt doch gar nicht in der Spitze. Der ist doch nur ein Zehner. Nee, und Ronaldo, das ist nichts. Der hat seit 100 Games. Digga, Maradona ist ja ganz gefährlich. Holy shit.
Hält er fest. Oh mein Gott, rollt fantastisch. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch. Habe ich das gerade? Wie merkt man, dass man einen Nervenzusammenbruch hat? Ich glaube, ich habe einen. Kann das sein? Soll zu R9 spielen, was macht der? Fuck, den hat der? Frühe Stören, sehr gut. Sau gut. Ultra heftig gut gemacht. Oh nein! Gott! Ich stehe in ihn drin mit L2, sonst blockt er alles und der Torwart hält immer alles. Das war der Oh mein Gott! Wie random! Wie kann denn so ein Tor reingehen? Also das ist ja der... Also das Mehrbruch geht ja nicht. Also so gebrochen in FIFA war ich ja noch nie. Das muss ja das Maximum sein. Das ist das Allerhöchste. Das war's. Ich muss die nächsten zwei Games gewinnen, sonst bin ich in der Weekend League nicht dabei. Ich hab den Ball schon. Komm, das ist doch jetzt low. Ich hab ihn doch schon. Boah, komm, Digga, ich hatte ihn schon. Krass, krass. Krass, ich hab die ganze Halbzeit aus seinem Tor gespielt. Der hat zwei Schüsse, zwei Tore in der Halbzeit gemacht. Das finde ich heftig. Jetzt muss ich beide Games gewinnen, sonst bin ich raus aus der Weekend League. So, 6 Versuche jede Woche. Nein. Dass der Schiedsrichter auch noch spielen lässt, ne? Schau, erwartete Tore. Digga, es sind alle Spiele so kacke. Hat man nicht 6 Versuche? Man hat 6 Versuche über 6 Wochenenden. Das heißt, wenn ich jetzt das verkackt habe, ich muss jetzt die nächsten beiden Games gewinnen, dass wenn ich jetzt verkackt habe, guckt euch sein erstes Tor an, wie er, was er gemacht hat mit mir. Ich kann jetzt eine nicht spielen. Du hast für 6 Wochen 7 Versuche. Wo ist denn die Statistik? Zeige mal. Ich habe
53% Ballbesitz, erwartete Tore 2,8. Er hat erwartete Tore 2,4. Alles mehr. Mehr abgefangene Bälle, mehr Zweikämpfe, Pässe, mehr erwartete Tore, mehr Schüsse, mehr Ballbesitz. Der hat 8 Paraden. Muss die nächsten 2 gewinnen. Ey, wie sieht das aus? Jetzt mal wirklich, jeder schreibt was Unterschiedliches. Das ist gerade blöd. Wie ist es genau? Hat man jetzt über 6 Wochen 7 Versuche? In 6 Wochen 6 Versuche? Wenn ich eine Quali verkacke, kann ich dann irgendeine nicht mitspielen? Weil klar, ich habe jetzt 6 Versuche. Ich kann jetzt so, ich werde so lange das Ding spielen, bis ich in der Weekend League drin bin. Aber dann kann ich danach 6 Wochen, wenn ich alles verkacke, nicht einmal Weekend League spielen. 6 Wochen 7 Versuche. Hier schreibt einer, man hat 7 Versuche für 5 Weekend League. Pro Woche 7 Versuche ist falsch. Tabak hat ein Video dazu gemacht. 6 Wochen 7 Versuche. Die haben alle das gleiche Team. Ich muss die nächsten 2 Games gewinnen. Auf PS4 ist einfacher. Mein anderes Matchmaking auf der PS4? Nein, das ist doch Schwachsinn. Zwei Games, 2 Wins. Weekend League Qualifikation. So wichtig. Es ist so wichtig. Also Maradona, der hat die letzten 11 Tore von mir geschossen. Dead Eye Maradona. 99 Effet, 99 Weitschuss, 99 Schusskraft. Dead Eye Maradona. Der wird Meter. Der kann von überall Tore schießen. Wichtige Stören. Aber er bleibt beim Gegner. Oh Gott, nicht brechen, nicht brechen. Das bricht mich am meisten. Abgefangene Bälle, die dann doch noch beim Gegner bleiben. Die brechen richtig tief rein. Vera, schnell zurück. Abseits. Oh.
das war shit, was war das denn? Jetzt musst du Ellie noch einmal annehmen. Och, meine Fresse, Ronaldo. Digga, wieso hatten der nur 80 Passen? Das ist ja so belastend, wenn kein Pass... Also, wow. Krass, der kann auch nicht in Lauf spielen. Seine Dreieckspässe sind noch schlechter als seine direkten Pässe. Jeder Dreieckspass ist weg. Jedes Mal, wenn ich mit Ronaldo Dreieck drücke, ist der Ball weg. So stark, nur am Lauern mit Dings. Oh mein Gott, was ist jetzt? Was ist jetzt? Schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh, das wäre so typisch. Oh, was ist jetzt? Was ist denn? Warum ist das so? Nein! Das wäre immer wichtig gewesen. Oh Mann, ey. Das ist auch ganz wichtig. Digga, Maradonas Laufwege auch. Wahnsinn, Wahnsinn. Kacke, da außen ist Platz. Blank mit den längsten Beinen aller Zeiten. So wichtig. Oh, perfekt. Das ist der Schuss von Pelé, voll aufgeladen? Nee. Das ist hier alles ein großer Scam. Ach fuck, da ist noch einer hinter. Das war der voll aufgeladene Schuss von Pelé. Mit 20 km/h Kullerball in die Mitte. Oh mein Gott, der macht so lange gute Beine. Abpfiff, Halbzeit. Oh. Leute, ich muss die nächsten zwei Games gewinnen. Sonst bin ich nicht in der Weekend League. Ich liege jetzt 1-0 vorn zur Halbzeit.
Oh, interessant. Ich der hält ihn. Mit R9 voll aufgeladener Winkelschuss. Das ist krass. Das ist Maradona hinten. Wo ist der Innenverteidiger? Habt ihr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum war der Innenverteidiger weg? Guck mal, wo ist der? Da hinten. Guck mal, da hinten ist blank. Mit der 1. Der war an der Mittellinie. Warum war Blank an der Mittellinie? Ich hätte schon so viele Tore haben können. Aber es ist immer so, wenn man die Chancen hat und sie nicht macht, fängt man sich danach eins. Ach, Digga, was ist das? Der sollte zu Pelé gehen. Der sollte zu scheiß Pelé gehen. Was ist das? Oh, wusste ich, dass er zurückpasst. Geil, geil. Den fängt er ab, den Pass. Hä? Digga, das sind zwei Tore, die habe ich noch nie in meinem Leben kassiert mit den Innenverteidigern, ne? Wieso nimmt er den nicht? Guck mal. Blank hat immer Bein, macht er nicht. Geht er so, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, was er da gemacht hat? Was ist das? Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Der ist einfach nicht drin. Der wird einfach gehalten. Hält der Torwart fest. Der ist nicht drin. Messi mit voller Kraft ins Eck. Der hat einfach mal alles gehalten.
Wie viele Paraden hat der? Ich hätte locker 4, 5 Tore haben können. Aber ich habe 1. Oh mein Gott! Oh mein Gott, so wichtig! Oh fuck, was muss ich machen? Was muss ich machen? Soll ich wechseln? Ich möchte. Die haben gleich nochmal Ausdauer, die müssen noch 9 Minuten durchhalten. Alter, was soll ich tauschen? Was soll ich tauschen? Leute, ich muss jetzt dieses Game und das nächste Game spielen, sonst bin ich nicht in der Weekend League dabei. Ich habe nur noch 2 Games in der Quali. Ich muss beide gewinnen. Hat er sein Torwart gestellt? Wieso stand er da? Der chillt an der Ecke? Oh, wusste ich. Das war so gut mit Vera. Verstellt den Torwart. Wechseln? Nee, am Anfang haben sie doch jetzt Ausdauer, oder bleibt die so low? Am Anfang ist doch besser, oder? Was ist jetzt 90? Ich wechsle in der 100. oder nicht? Oder in der 97. oder? Die bleibt so niedrig. Die war doch immer einmal kurz voll. Keiner weiß die Antwort. Oh Gott. Aber die ist doch relativ voll. Kurzfristig bleibt die, glaube ich, so. Also 8 Minuten lasse ich die spielen, dann müssen sie runter. What the fuck? What the fuck? Holy shit! Fantastischer Pass. Oh, wusste er, der Wichser, der wusste es einfach. Ich kotze. Ich kotze so heftig.
Oh, ist das wichtig. Da ganz außen ist er. Was? Ah, sag nicht Abstoß, bitte nicht. Was ist jetzt passiert? Wer soll vorne sein? Euse oder Cristiano Ronaldo? Ecke, okay. Fuck. Der kleine Messi mal. Sie dann? Abpfiff. Erwartete Tore 4,9. Wieso? FIFA, was soll der Scheiß? Wieso zeigt ihr mir die Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Ich habe jedes Match mehr als doppelt so viele erwartete Tore wie der Gegner. Und ich verliere jedes Match. Das ist es jetzt. Hat er nicht Weakfoot... 5 Sterne, Euse? Sauber. Aber kriegen wir nicht. Wo ist das Zeitspiel? Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, das ist gut. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich FIFA wirklich, jetzt spüre ich es gerade. Jetzt verstehe ich FIFA. Jetzt haben wir es. Ist eingeloggt. Das ist gut. Okay, jetzt habe ich es. Den hält er. Das ist ein schönes Game. Ah, da hat er auch den Torwart. Sehr gut. Das war auf jeden Fall nice.
Was sagt ihr? Raus. Keine Weekend League. Keine Weekend League für mich. Ich habe eine 2.000-Euro-Wette, dass ich 10-10 in der Weekend League stehe. Wenn ich es schaffe, kriege ich 2.000 Euro von Monte. Wenn nicht, muss ich ihm 2.000 Euro geben. So endet meine Quali. Ich bin als Zuschauer so gebrochen, das ist insane. Holy shit, Digga. Ich habe 2 Wochen alles getan, um mich zu verbessern. Und es hat unfassbar gut geklappt. Erwartete Tore 5,6. Wie viele Paraden hat der Gegner? 9 Paraden. Ich habe abgefangene mehr, ich habe 2 Kämpfe mehr, Pässe mehr, Tore mehr, Schüsse mehr. Ecken, ich habe 7 Ecken, ja eine. ...5,6 zu 1,9 Tore. Der hat 4 Torschüsse und 3 Tore. Hä, was ist das? Zurück. Muss ich das Spiel jetzt noch machen? Oh Gott. Kann ich nicht irgendwie raus? Playoffs beenden. Viereck, ne? Dreieck, meine ich. Kann's nicht mehr schauen, wenn ich das gewinne. Und jetzt muss ich wieder 1500 Punkte sammeln. Aber warte mal, das schaffe ich doch gar nicht mehr. Ich kann doch jetzt nicht mehr Rivals spielen. Ich bin doch jetzt die Ich bin doch jetzt Division 4. Das ist ja ultra dumm. Wie soll ich, kann ich noch irgendwie Punkte sammeln? Also in Division 4 werde ich ja sehr, sehr, sehr viel verlieren. Wie viel kriege ich für eine Niederlage? Oh mein Gott, das ist ja ultra lost. Was kriege ich für eine Niederlage? Division 4 pro Niederlage. ...35? Punkte. Und ich brauche 1500. ...50 Niederlagen brauche ich. Das ist ja ein richtig geiler Stream. Das ist ja ein richtig geiler Stream. 43 Niederlagen. Ja, dann enjoy. Das ist ja... Was ist denn das für ein System? Ah, guck mal.
Habt ihr den gesehen? Baby Pelé vorne jetzt. Okay, let's go. 43 Niederlagen. Abseits. Oh. Kein Abseits. Wer ist das? Carlos? Carlos Alberto. Was macht der da vorne? Oh mein Gott, meine Taktik nicht eingestellt, oder? Ich habe meine Taktik nicht eingestellt. Deswegen war Carlos da. Ich habe auf ausgeglichen gespielt. Digga, war das unfassbar sweaty verteidigt. Noch nie so geschwitzt in der Defense. Kranker Pass. Wo wir schießen dann hier? Zack. Und nochmal? Ne, wissen wir nicht. Rolo holt sich den Ball. Legt ihn sich vor. Und schießt den Gegner an. Keine Ecke. Natürlich. Nicht einmal den Ball kontrolliert, das hat durchgehend nur gestolpert. Hä? Sie dann will? Gutes Dribbling. Torwart ist da. Sehr gut. What the fuck? Ich komme nicht drauf klar, wie langsam er 9 ist. Letztes FIFA legst du ihn damit nach vorne oder sprintest los oder irgendwas. Das ist doch nichts. Hat surrendered, sehr gut. Chef Strohl, was spammst du den ganzen Tag meinen Chat? Ja, ich habe jetzt Sitzkartoffel geredet. Hallo? Hey, was geht? Ja, wir haben den Krieg verloren. Gerade haben wir noch unsere Stadt verloren.
Alles ist weg. Ich habe die Weekend-League-Qualifikation verkackt. Hast du verkackt? Echt jetzt? 5,6. Nein, hast du nicht. 5,6 zu 1,9 erwartete Tore. 3-2 verloren. Oh mein Gott, das war das letzte Match, oder was? Mhm. Jetzt muss ich... Du standest 4-4. Nee. Oder? Ich stand 2-0. Waren die Gegner heute gut? Ja. 5,9 zu 1, also das ist ein 6-2. Erwartet das Ergebnis 6-2, aber ich habe 3-2 verloren. Ey, das würde ich vielleicht jetzt auch noch spielen, weil ich glaube, du machst das smart, weil wenn du jetzt dann da nochmal die Punkte fahren musst, habe ich ja weniger Zeit, wenn ich es morgen spielen würde, ne? Richtig. Ich würde es ihm heute auf keinen Fall empfehlen. Ich würde zwei Tage warten, dann kommen mehr Noobs dazu und dann. Ja, das Problem ist, dass halt WhatsApp und Instagram und so down ist. Die ganzen Leute machen jetzt einfach irgendwas, das hier nicht langweilig ist. Das ist so random. Habt ihr mitbekommen, was genau los war? Nee. Ich auch nicht. Keiner weiß es so richtig. Also angeblich wurde ja die Domain gehackt, ne? Die Domain. Stell dir vor, du hackst WhatsApp, Instagram und Facebook gleichzeitig, hä? Ja, vor allem waren auch die anderen Sachen die ganze Zeit down, sowas wie Twitter oder so, weil alle Leute einfach auf die Plattform rübergeschwappt sind. Okay, ich bin im nächsten Game. Viel Erfolg, du bist doch gleich. Verloren. Ja. So schlecht einfach. Ist das ein Win? Ist das ein Win? Gegner surrendert. Ja, aber es ist kein Win. Es ist kein Win, Max. Du kriegst nichts. Das war aber meine allererste Weekend League Quali Game auch so. Stand 2-2, ich habe 80 Minuten gespielt. Er geht einfach, es ist nichts. Du kriegst Münzen, das war's. Das ist geil, ne? Gutes System von EA. Hey, wie jetzt? Ja, das ist dumm. Ich habe mein allererstes Qualifikationsgame, was ich eigentlich gewonnen hätte, steht 2-2, ich war klar besser. Er quittet einfach. Ich krieg nichts, er kriegt eine Niederlage und das war's. Da ist EA auch wieder so eine Drecksfirma einfach, dass sie das seit FIFA, ich weiß nicht, seit wann die das drin haben. Wieso, aber da steht auch Spielbericht entscheidet. Ja, aber Spielbericht ist 0-0. Das ist dumm. Ich sag dir, wie es ist. Ich weiß nicht, wie funktioniert das, wenn der Gegner führt. Ja, dann. Ich fass es nicht. Oh, sie dann so gut. Was macht der sein Torwart so weit raus? Was soll ich dagegen machen? Abseits, das macht der. Nein, oh Mann, was ist euch jetzt schon gebrochen? Nach 4 Minuten Ingame gebrochen, Mann! Wow, das war gut. Ruhig geblieben, zurück und Flachschuss direkt. Mich fuckt der Stadionsprecher unfassbar ab von ihm. Kann das sein, dass er da rankommt? Riesen-Maldini hast du. Ecke?
Riesenblank hast du. Unfassbar geiler Angriff. Aber wieso schießt Rullet daneben? Der hat noch nie daneben geschossen. Das war so geil abgelegt. Das ist schon wieder, ich habe jetzt drei Riesenchancen. Riesen Chancen. Da denkt man so, das ist es. Dann haue ich den Rest nicht rein. Gegner immer noch am Ball, hallo? Immer noch am Ball. Okay. Und dann knipst er mir gleich ein Ding und das nächste dann. Ich wollte R9 schicken. Kurz vor Ende und dann verliert man einfach so ein Game. Er sollte Maradona schicken. Scheiße. So gut der Kleine gerade wieder. Abseits? Zu doll. Ein Step muss er noch machen. Mann, ich versteh's nicht. Ich verstehe nicht. Ich finde ihn so viel schlechter als Pelé und Maradona. Kann doch nicht sein, dass ich mit R9 nicht umgehen kann. What? Er bleibt wieder am Ball. Es ist ein Albtraum. Oh, geil, abseits. Der hat zu wenig Passen. Sauber, geil. Wollen wir schießen? Geht das? Ich mache einen Flatterball. Hä? Wie wenig Zeit hat man bitte? Verteidiger rausgerückt, äußerst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Ich war gerade damit beschäftigt, auf Vieira zu wählen. Oh, so gut gewusst. Und hier einfach mal da direkt grätsche. Den hat schon wieder der Kleine. Der macht ein sehr gutes Spiel bis hierhin. Bitte nicht aus. Oh, das ist noch schlechter. Das ist noch schlechter. Aus, bitte. Oh Mann, das verstehe ich nicht, dass das so ein schlechter Pass dann ist.
Boah, wusste ich. Wie geil? Wie geil war das? Boom. Ein Traum. Er ist eine Tormaschine. Ist er. Das kann er. Er kann nicht passen. Aber das kann er. What the fuck? Was für ein Timing vom Gegner. Was macht er mit mir? Das war der beste Timingspass, den ich jemals gesehen habe. Ich habe eine halbe Stunde gelauert und nur gewartet. Mach einen Step und im gleichen Step, den muss er schon antizipiert haben, dass ich da rausgehe. What the fuck? Immer noch ein Ball, immer noch Gegner, immer noch Gegner. Vier Ballgewinne. Ich hab nicht einen Ball kontrollieren können. Einfach mal mit Maradona loslaufen. Noch nie eine gefährliche Flanke gesehen in dem Game. So gut, genau richtig. Jetzt fehlt er halt hinten, ne? Oder leichtsinnig gemacht. Oh, nicht aus, ne? Oh, den hat er noch. Wie billig. Früh stören und den auch nicht. Krank. Das sollte er nicht, er sollte zu Rulle passen. Er ist gefährlich. Wenn so ein Maradona nach innen zieht, wird es ganz gefährlich für den Gegner. What the fuck? Okay. So einfach. Er tritt ins Leere. Oh mein Gott, wieso nicht Elfer? Ich krieg ihn früher. Er wechselt, ich wechsle auch. Maradona und Messi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Und Euse. Mit Pelé. Ich brauche eigentlich für die 75. Eigentlich brauche ich für die 75. einen Mbappé. Wenn du in der 75. wechselst, dann brauchst du eigentlich Geschwindigkeit, oder? Wenn die gegnerischen Verteidiger keine Ausdauer mehr haben. Der war Fehlpass, der war das. Euse, der macht sowas eigentlich nicht.
Oh, so gut die Mitte gedeckt. Wahnsinn, Wahnsinn. Für so eine Situation einfach lang schicken. Ist ein Mbappé besser, oder? Wenn es nur um Geschwindigkeit geht. Mann, Hullet! Komm nicht mehr mit. Die haben wir. Bleib's hinten. Für ein Geswette. Cristiano Ronaldo kommt immer rein und kriegt dann irgendwie eine Fünferwertung. Der macht zwei Pässe, die kommen nicht an, macht zwei Schüsse, gehen nicht aufs Tor, fertig. Der kommt bei der 75. und macht vier Fehler. Wie viele Punkte gibt das jetzt? 200. Hallo, was macht ihr hier? Ich habe jetzt gleich mal 200 Carpacks mehr gespielt, Max. Drückst du mir die Daumen? Nein. Warum nicht? Weil du keine PS5 hast. Wow. Aber ist fair, ne? Ich bin mal Rose Gloria. Was hast du gefragt? Chef Strobel, was wolltest du? Ich spiele mir gerade meine 200 Carpacks. Ja. Und Max, ich war bei mir gönnt und er sagt nein. Ach so. Aber ist ja gemein. Nee. Naja, ich will so gerne dich spielen. PS5 meinst du, aber ja, ich bin wieder weg. Nächstes Game, bis gleich. Jo. Tschüss. Letztes Game, dann chillen wir zusammen, dann schnacken wir ganz viel. Okay. Was hat der? Der hat Messi, habt ihr gesagt? Nein. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ben Yedda, mein Erzfeind. Der hat Messi, der hat Fernschuss-Messi. Fernschussmonster Efe-Messi. Der hat Messi, Eli spielt ihn kurz gegen mich und er macht 8 Tore. Messi, der Messi. Der hat Rashford, der hat Ben Yedda, Rashford und Messi. Wow, meine Erzfeinde, alle zusammen. Das sind die, die mich am heftigsten besiegen. Das war ja ein Scheißpass, der geht ja in 100 Jahren. Woran hat der? Was hat denn der für ein Team? Digga, seid ihr dumm? Das Format ist, ich bin scheiße in dem Spiel, aber hab ein gutes Team. Hat er auch ein gutes Team, aber kann das Spiel. Besiegt mich 5-0. Format komplett gescheitert. Hätte ich gefühlt, wenn er reingegangen wäre.
Sowieso nicht Maradona? Der war doch so viel, viel dichter am Ball. Was war das denn für ein Bug? Wie nennt man den Bug? What the fuck? Da kommt er noch ran. Da kommt er noch ran. Das ist ein deutscher Schwitzer. Wie kann man einen deutschen Schwitzer von einem deutschen Stream-Sniper unterscheiden? Den Pass stellt er also zu. Den und den hoch. Wer ist schneller? Hä, wer ist das da außen? Der ist schneller als Maradona. Wer ist das? Der spielt nur auf mein Tor, nicht andersrum. Gut gemacht. Übel random. Übel verdient. Abseits. 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 Er hat auf Pause gedrückt. Mbappé ist ein... Er hat einen Mondi. Mondi war an. Oh, hätte ich das gefühlt gegen den. Was war nochmal? Wie kann man Stream-Sniper unterscheiden? Hat keine... Stream-Sniper und deutschen Schwitze. Wie können wir das hier rausfinden? Sein Team und die Spielweise, er spielt deutlich besser als der Durchschnitt. Stimmt. Also Carlos macht den Messi da gut nass an der Seite. Der hat den ganz schön im Griff. Schöner Doppelpass. Das ist echt schwierig. Das weiß man bei den anderen Sachen sonst deutlich einfacher. Ah, geiler Rückpass, Maradona. Auf jeden Fall stabil. Nicht gut. Es hat ja so viel Platz.
Digga, wie viel Chance brauche ich noch? Ich mache gerade ein deutlich besseres Spiel als sonst. Das ist gut. Guter Ball, wichtiger Ballverlust auch. Auch nochmal sehr stark und wichtig auch. Auch das ist äußerst wichtig. Digga, der kleine Carlos da außen, ne? Der macht ein richtig gutes Game. Wieso greift er mit drei Typen an? Sie dann einfach mal? Nee. Ist noch nie ein Lupfer. Ich habe einen Lupfer bisher bekommen, ne? Hat er sich den zu weit weggelegt? Wäre wichtig gewesen. Das ist Messi, den macht da rein. Okay. Timing. Den hält er, hallo? Ich glaube, das ist ein Stream-Sniper. Das ist ein deutscher Spieler, der auf einmal viel, viel besser ist als die anderen. Und es sind zwei Sachen gegen mich stark. Pressing nach Fehlern und Torwart bei Ecken nach vorne holen. Er macht alles. Er hat das beste Team des heutigen Tages, ist der beste Spieler und macht all das, was so stark gegen mich ist. Wir hatten sonst immer mal wieder abwechselnd was, wo es klappt. Aber der kombiniert alles in sich. Das ist der einzige Spieler, der alles in sich kombiniert. Kann natürlich auch ein Zufall sein. Oh, super wichtig. Sehr stark. Guck da wieder dieser Pressing nach Fehlern. Damit macht er mich völlig nass. Herber Ballverlust. Ach, der bleibt am Ball, hä? Vieira und Zidane hatten ihn beide schon. Sollte weiter nach außen gehen zu Pelé. Oh, so gut, ne? So gut. Das ist wirklich perfekte Verteidigung. Das hätte man wieder mal nicht besser machen können. Das ist geil.
Dass das so klappt, das ist geil irgendwie. Oh, raff dich doch da schneller und steh wieder auf. Der blockt alles weg. Und den hält er dann. Machen die das? Hä? What the fuck? Was war das denn? Der ist einfach um ihn rumgelaufen. Ist das normal? Oh Gott. Wie viele Punkte gibt unentschieden? Hey, hey. So, ich öffne jetzt meine Packs, Max. Hast du gehört? Mhm. So, ganz kurz noch eine Walkout-Wette. Wie ich gönn dir. Prediction. Vorhersage starten. Walkout, ja oder nein?